Vorsteherin, werte Kollegen. Gäste, wir werden dieser Vorlage auch zustimmen, weil nichts dagegen spricht, die Punkte zu beschließen, die da benannt sind. Und wir haben nicht ausführlich darüber diskutiert, aber es ist natürlich gut, wenn aufsuchend ältere Menschen in Kassel über Möglichkeiten informiert werden und auch Unterstützungs- und Vernetzungsaktivitäten verstetigt und ausgeweitet werden, aber, und das ist jetzt sozusagen der Punkt, an dem wir nicht zufrieden sind, auch wenn wir dieser Vorlage zustimmen, die großen Baustellen, die auch in dem Altenhilfebericht genannt sind, die spiegeln sich in dem Antrag und in den Punkten, die hier aufgezählt werden, eigentlich nicht wieder. Also allenfalls mit der Begrifflichkeit des Subsidiaritätsprinzips kann man etwas interpretieren, aber in Wirklichkeit stehen wir ja vor einer gewaltigen Herausforderung, die sich aus zweierlei Entwicklungen ergibt. Die eine Entwicklung ist, dass dass die größten Pflegedienste dieser Republik, nämlich die Familien, die 75% der Pflegearbeit schultern, und da wiederum sind es vor allem die Frauen, die diese Pflegearbeit schultern, dass diese Pflegedienste unter den zunehmenden Herausforderungen und Lasten zusammenbrechen. Vor allen Dingen, weil viel mehr Frauen viel mehr berufstätig sind und es ja auch gewünscht ist. Also man muss an der Stelle die Frage beantworten, das kann man nicht auf kommunaler Ebene allein tun, aber gesellschaftlich müssen wir die Frage thematisieren und eben auch hier thematisieren, wie kriegen wir denn Entlastung der pflegenden Angehörigen hin? Und es kann und muss eigentlich im Bereich der Berufstätigkeit passieren. Also beispielsweise im Bereich der städtisch Beschäftigten könnte man sowas diskutieren, wie kriegen wir es da hin? Also das ist ein Thema, das riesig ist und wird. Und das zweite große Thema, das jetzt relativ neu auf der Bildfläche erschienen ist, ist, dass das Geschäftsmodell der privatisierten Altersversorgung zusammenbricht. Das muss man ganz klar sagen. Dort, wo profitorientierte Akteure in den Gesundheitsmarkt oder in den Pflegemarkt eingetreten sind, zeigt sich immer mehr, dass die Gewinnerwartungen nicht erfüllbar sind, wenn die Beschäftigten ordentlich bezahlt werden. Und das ist gerade das, was erfreulicher durchgesetzt worden ist, dass Tarifverträge allgemein gültig sind und dass eben nicht mehr Millionen Gewinne der privaten Altenpflegeheime ermöglicht werden. Und ein Grund oder ein Momentum, das wir hier in Kassel gesehen haben, ist die Insolvenz von Convivo. Und es wird nicht die letzte gewesen sein. Es ist also eine richtig große Herausforderung, es ist gerade bundesweit ein Thema, dass es passiert. Und wir haben schon jetzt zu wenig gute Pflegeeinrichtungen, auch zu wenig Pflegeeinrichtungen. Und das Problem wird sich verschärfen. Das ist uns in dem Bericht auf Seite 16 und 17 auch angesprochen. Aber es ist eben in dem jetzigen Beschluss nicht entwickelt. Und ich bin sicher, dass die neuen Dezernentinnen und Dezernenten dieses große Thema nochmal anpacken. Wir werden damit nicht über die Runden kommen, wenn es darum geht, alle Alten gut zu versorgen und vor allen Dingen die alten Menschen gut zu versorgen, die nicht über finanzielle Polster verfügen, mit denen man ja einiges